wunderschönen guten Morgen. Tag 6 in den Dolomiten. Wir sind heute extra früh aufgestanden, um uns diesen wunderschönen Sonnenaufgang anzuschauen. Wir sind ungefähr 15 Minuten von der Auronzo-Hütte weggewandert, Richtung Cardini-Gruppe. So, wir haben jetzt einen wunderbaren Sonnenaufgang erlebt. Jetzt waren wir gerade das Frühstücken und sind mit dem Auto vom Misurane-See zum Hotel Cristallo gefahren. Hier haben wir geparkt und von hier aus machen wir uns jetzt auf zum Sorapis-See. Wir sind jetzt den Wanderweg 209 und 215 zum Sorapis-See heraufgelaufen. Jetzt haben wir ein bisschen Pause gemacht und dann laufen wir wieder den Weg 217 runter. Hoch haben wir jetzt ungefähr 2,5 Stunden gebraucht. Runter soll es eigentlich in 1,5 Stunden zu schaffen sein. So, das war jetzt eine würdige Abschlusswanderung. Wir sind jetzt gerade vom Sorapis-See gekommen. Circa 1,5 Stunden sind wir abgestiegen. Das war jetzt der letzte Tag hier in den Dolomiten. Für uns geht es morgen wieder nach Hause.